Es gibt kein besseres Fleisch als Wildschwein. Schwarz wie die Erde und sehr üppig, aber das Jagen der verdammten Viecher ist nicht sehr erfreulich. Jetzt im Hellen werden wir als Gruppe jagen und gemeinsam ein Wildschwein erlegen. Wir schlagen von den Verstecken im Tal aus zu. Von da aus sehen wir die Schweine im dichten Unterholz, ohne dass sie uns bemerken. Und ihr wollt nicht bemerkt werden. Wenigstens regnet es nicht. Niemand hier, nicht mal ich, will ein Wildschwein herausfordern. Ich kann Alias Anziehungskraft auf mich nicht länger leugnen. Sie kam zu mir, allein, als ich über die Pfade hoch über dem Tal wanderte. Ich weiß nun, dass sie ebenso fühlt. Ich erklärte ihr, warum es nicht geschehen darf. Warum meine Stellung in unserem Volk solche Torheit ausschließt. Warum ich sie nie glücklich machen könnte. Doch all dies änderte nichts. Während ich sprach, suchten meine Arme ihre Nähe und wir umarmten uns. Trotz all der Zeit bin ich immer noch ein Mensch. Sie leben. Gut. Die meisten Verletzten sind sicher. Aber die Angreifer sind wieder da. Sie haben das Oberdorf eingenommen. Wir sind nicht allein. Unten im Tal organisiert sich der Widerstand. Wir können jede Hilfe brauchen. Wenn Sie zurück zum Dorf gehen, seien Sie vorsichtig. Hallo. Die Sowjets haben diesen Ort eilig... und dem ganzen Tal Dinge zurückgelassen. Damit können sie viel machen.
Scheint eine Art Karte zu sein, aber ich kann den Text nicht entziffern. Aurora, die Ärztin. Der Weg nach Kitesh war lang und hart. Schwäche, Krankheiten
und Verletzungen waren alltäglich. Aurora war eine Gläubige, die die Lehren des Hippokrates und der großen römischen Heiler kannte. Dank ihr haben so viele die Reise nach Kitesh überlebt. Es ist ihr Vermächtnis, dass das Wissen des Heilens unter den Gläubigen immer noch weitergegeben wird. Thank you.
Eine prähistorische Nachbildung eines Bären. Der Stein sieht aus, als könnte er aus diesem Tal stammen. Es ist der erste Winter seit der Mongolen-Invasion. Höchstens jeder dritte von uns wird überleben. Einst hatten wir Marmorpaläste, durch Erdwärme beheizt. Wir hatten den Reichtum und Luxus eines Imperiums. Heute finden wir kaum genug Felle, um unsere Kinder zu wärmen. Oder genug Wurzeln und Beeren, um satt zu werden. Wenn wir noch einen Winter überleben wollen, müssen wir uns anpassen. Tun wir das nicht, werden wir Nahrung für die Erde und die Tiere holen sich das Tal zurück. Es liegt jetzt an uns, nur an uns. Jetzt kommt eine echte Prüfung, Kinder. Das Tal hat ein Gleichgewicht. Verschiebt sich eine Seite, wirkt sie auf alles andere. Durch das Feuer vor zwei Ernten sind viele Beeren gewachsen. Das führte zu mehr Wild und jetzt haben wir zu viele verdammte Wölfe. Man kann sie nicht essen, aber um das Tal im Gleichgewicht zu halten, jagen wir heute Nacht Wölfe. Sie kommen im Dunkeln heraus und durchstreifen das Tal, aber wir werden ihre Höhlen und andere unterirdische Schlafplätze suchen. Bleibt dicht beieinander. Wenn ihr Wölfe jagt, jagen die Wölfe ebenso wahrscheinlich auch euch. Thank you.
Anhänger des Propheten flohen nach Osten. Die Reise beschwerlich.
Irgendetwas ist da hinten. Ein alter Ring, der als eine Art Öse an ein Lederband geknüpft wurde. Sie hatten keine Verwendung für Schmuck. Die Plattform müsste sich drehen lassen. Ich kannte die Risiken. Es war nur eine Frage der Zeit, bevor die Stadtwache mich erwischt. Am Tag muss ich Gold und anderes Erz aus dem Fels kratzen, bis mir die Finger bluten. Nur damit Kitesh noch reicher wird. Nachts tun wir Buße, bitten Gott und den Propheten um Vergebung. Sie wollen unsere Seelen retten, uns rehabilitieren. Ich verneige mich, wenn sie es erwarten, setze ein Reuegesicht auf, wenn sie von Sünde reden. Aber wenn sie mich hier rauslassen, werde ich mich nach Kräften amüsieren. Zwangsgebete. Elegant, aber effektiv.
paar Spielwürfel. Hatten viele Soldaten bei sich, obwohl diese etwas opulenter gestaltet sind. Moment. Bei dem ist es auf den meisten Seiten eine 6. Zusammenbricht. Der Reichtum dieses Tales tritt immer mehr zutage, wie eine aufblühende Blume. Jedes Jahr wachsen neue Gebäude aus der Wildnis. Wir haben eine Generation ebenso guter Kunsthandwerker, Astronomen und Philosophen hervorgebracht wie der Westen. Aber jede große Stadt birgt auch Verbrechen und Verfall. Viele fanden, wir sollten diese Sünder hinrichten. Aber der Prophet wollte nichts davon hören. Er glaubt, jeder könne geheilt werden. So lassen wir sie leben. Lehren sie durch Mühsal und die Schriften. Ich teile den Glauben des Propheten an ihre Erlösung nicht, aber zumindest dienen sie der Stadt und den Geschädigten. Aus dem 10. Jahrhundert über byzantinischen Bergbau und Metallverarbeitung.